Bitteschön. So, dann sage ich ein herzliches Willkommen. Ich freue mich, dass Sie alle da sind und werde gleich mit der PowerPoint starten, weil die Zeit ist kurz. Und dann starten wir. Die PowerPoint kann ich euch dann am Ende auch noch zur Verfügung stellen. Ich habe ein Projekt Mathematik für alle. Das ist in Vorarlberg entstanden, auch teilweise in Vorarlberg gesponsert oder vor allem in Vorarlberg gesponsert. Und da gibt es auch ein Moodle-System. Es soll gratis und werbefrei sein. Es ist schulbuchunabhängig und vor allem ist es sprachsensibel. Und damit zeichnen wir uns eigentlich auch aus. Wir sind ein kleines Team. Mir geht es vor allem um nicht Chancengleichheit, sondern mir geht es vor allem um Chancengerechtigkeit. Und damit chancengerecht ist, müssen wir die Benachteiligten einfach noch einmal besonders fördern. Und dazu brauchen wir dieses Sprachsensible. Mit den Tablets oder das Größte, was ich da unterstützen kann, ist einfach dieses schnelle Feedback, das da ganz wichtig ist, und dazu ein kurzer Einspieler. Unser Gehirn lernt viel besser, wenn es eine Belohnung, ein Feedback erhält. Doch beim Frontalunterricht kann der Lehrer schwerlich jedem Kind ein individuelles Feedback geben. Und deshalb ist es ganz wichtig, dass der Computer so schnelle Sachen abfragt, damit man etwas Falsches auch lernen kann und sich das setzen kann. Das ist so das Hauptsächliche. Daneben gibt es natürlich auch diese zusätzliche Motivation oder den Gamification-Effekt, zu dem ich auch, glaube ich, noch etwas sage. Und jetzt nicht weiter. Moment. Halt. Ja. Jetzt geht es weiter. So. Wir haben dann die unterschiedlichen Schulstufen analysiert und haben, damit es für die Schüler übersichtlich ist, haben wir jedem Thema ein Symbol gegeben, das sich dann auch durchzieht, und damit werde ich dann auch arbeiten. Und damit dann zum Beispiel am Beispiel des Rechtecks, damit nicht noch mehr Symbole kommen, wie ihr gesehen habt, wer Moodle kennt, ich lege sehr viel Wert auf optische Gestaltung, weil ich denke, dieses Bilderlernen, nicht nur für die Optik, sondern auch dieses Bilderlernen macht sehr viel aus für die Kinder, auch gerade für schwache Kinder. Damit sie aber nicht durcheinander kommen, werden die Unterkapitel jetzt wieder in Teilen dieses Teppichs gezeigt oder da beim Stellenwert mit diesem Symbol oder bei den geometrischen Grundbegriffen mit diesem Symbol. Daneben haben wir auch noch Storytelling, weil wir denken, mit Geschichten zu erzählen, kommt man noch einmal weiter, dass man mehr zu den Kindern kommt, je schwächer oder je bedürftiger beim Lernen, umso mehr, damit sie einfach auch ein bisschen gebunden werden. Und wir haben auch das lange überlegt, wir wollen nicht nur die Talentierten, sondern wir wollen wirklich auch die fleißigen Schüler belohnen, weil der Talentierte, der geht einfach durch, macht die Tests und hat da sofort das Ergebnis, wird auch nicht gezwungen, einen bestimmten Weg zu gehen, sondern es ist auch erlaubt, gleich die Tests zu machen, den Badge abzuholen und weiterzugehen. Aber der schwache Schüler sollte solche Experience Points bekommen. Also das heißt, wenn der den Film zweimal anschaut, dann kriegt er da ein paar Punkte. Und der Schnelle, der schnell durchgeht, kann diese Punkte gar nicht bekommen. Also das ist auch noch dabei. Also über dieses Training, dass man auch über Training was erreichen kann, nicht nur über Talent. Dann der wichtigste Teil ist sprachsensibel. Auf der einen Seite haben wir jetzt da die Story, dann auch diesen praktischen Bezug. Alles, was mit Rechteck, wir versuchen zu jedem Thema ein Bild zu verwenden, das man da auch verwenden kann. Also Rechteck und Quadrat, da gibt es ganz viel im Wohnzimmer. Und wenn die Begriffe aber nicht kennen, dann ist das nicht einfach zu machen. Und da möchte ich in dem Zusammenhang auch den Unterschied zwischen sprachsensibel und einfache Sprache. Viele Menschen denken, ja, sprachsensibel heißt, ich muss alles vereinfachen. Das ist nicht sprachsensibel. Sprachsensibel heißt, kann man sehr gut mit diesem Beispiel zeigen, wenn man dann draufklickt, kriegt man einfach dieses Bild größer. Und welches Kind aus einem anderen Land, aber auch österreichische Kinder, auch viele Erwachsene wissen nicht, was der Kantenumleimer ist und sollten aber damit rechnen. Die wissen nicht, was eine Fußbodenleiste ist, und gerade Menschen aus anderen Ländern brauchen auch die Artikel dazu. Und sprachsensibel heißt, das Kind kann dem Unterricht folgen und hat gleichzeitig ein Spracherwerb. Also er kann jetzt mit Fußbodenleisten rechnen, mit Kantenumleimer rechnen
und weiß auch, wie das Wort heißt. Und das ist der Unterschied zwischen einfacher Sprache und sprachsensibel. Und wir haben in Vorarlberg 40-50% Kinder mit nicht deutscher Muttersprache. Und das kann dann auch nicht funktionieren, gerade bei Textaufgaben. Dann ist jeder Kurs so aufgebaut. Wir gehen dann auch noch auf die Plattform, dass ich Ihnen das noch konkret zeigen kann. Aber ich möchte zuerst die Zusammenfassung, dass Sie das haben. Es gibt immer diese Ziele, die aufgeklickt werden können. Und dann das Vorwissen, wo ich das Vorwissen abfrage. Und da haben wir unterschiedliche Sachen, genauso wie auch Ingo Rath vorher erzählt hat, auch mit GeoGebra. Da muss man zum Beispiel dann diese Punkte so hinschieben, dass man dann wirklich ein Rechteck mit dem Umfang 26 cm erhält. Dann haben wir genauso Moodle-Aufgaben. Wir haben so gut wie immer Bilder dabei, weil wir das wichtig finden, aber nicht Schmuckbilder, sondern wirklich Bilder, die genau mit dieser konkreten Aufgabe zu tun haben, und H5P-Übungen. Das nächste Teil, ich finde, das ist irgendwie so, ich würde unsere Plattform als so All-Inclusive-Paket bezeichnen, wenn das Kind das nämlich nicht kann, muss es irgendwo die Möglichkeit haben, das zu lernen. Idealerweise natürlich beim Lehrer, aber das kann natürlich auch sein, das hat gefehlt oder es versteht nicht, wie der Lehrer das macht. Und jetzt gehe ich mal da gleich direkt live rein und zeige das. Da haben wir dann so einen Film und dann kann man diesen Film, ich gebe mal den Ton frei, kann man diesen Film starten. Ich zeige nur Teile davon. Wie messen wir den Teppich aus? Wie berechnen wir die Größe? Fläche und Umfang. Julian, heute werden wir den Teppich kaufen. Kannst du mir beim Messen helfen? Ja, ich nehme unseren Meterstab. Der ist 2 Meter lang. 2, 4, 6,5, 7 Meter. Und die andere Seite ist die Kurve. Das kleingeschriebene A ist eine Seite. Also hast du jetzt, wenn du die Zahlen einsetzt, die eine Seite war 7 Meter lang und die andere Seite war 5 Meter lang? Die Fläche ist 7 mal 5 und somit ist die Fläche 35 Quadratmeter. 24 Meter lang und Bodenleisten gekauft. Und das waren nur 24. Jetzt hast du das, wollte ich zeigen. Wir uns am Nachmittag auf den Weg machen und den Teppich kaufen. Aber ich habe doch noch eine Frage. Wir haben letzte Woche mit dem Papa Fußbodenleisten gekauft. Und das waren nur 24 Meter. Warum ist das jetzt unterschiedlich? Die Fußbodenleisten 24 Meter lang und der Teppich 35 Quadratmeter. Was denkst du? Und dann kommt auch einmal der Unterschied Umfang und Fläche. Und da gibt es jetzt zum Beispiel zu diesem Umfangthema gibt es 4 verschiedene Filme. Wenn wir da mal jetzt live reinschauen, haben wir hier die Geschichte, dann das Bild mit Beschriftung, wenn ich da draufklicke, und beim Umfang 2 Übungen zum Vorwissen. Übrigens auf der rechten Seite werden die Übungen für richtig als richtig oder falsch abgehakt. Gibt es gleich zusätzlich ein Art Sticker-Album, nenne ich das immer. Da sind die Erklärfilme. Und da haben wir jetzt, da sind die Erklärfilme, da haben wir 4 verschiedene Filme. Und das wäre zum Beispiel das kommt nachher auch nochmal in der PowerPoint, mit diesen Signalwörtern. Kinder, die den Text nicht verstehen, weil sie eben noch nicht diesen großen Wortschatz haben, haben keine Chance, die brauchen müssen mit Signalwörtern arbeiten. Und da schauen wir dann auch gleich rein. Da drin gibt es jetzt zu diesem Thema dann auch 6 Übungen dazu. Die zeige ich aber nachher wieder auf der PowerPoint, weil da wird es rausgesucht. Und am Ende gibt es 2 Tests noch oder 3, je nachdem. Und so ist eigentlich jedes Kapitel aufgebaut. Immer alles zum Zuklappen, damit es nicht unübersichtlich wird. Und damit wechsle ich wieder zur PowerPoint. Und damit man da ein paar Einblicke kriegt. Also das sind dann meistens, gibt so ein Lexikon. Und die Aufgaben nennt man so oder so Symbole, Stolpersteine, worauf muss ich achten. Und da auch zum Kreis, Umfang. Ich habe auch einige Studenten, die sagen, die schauen sich die Filme an, damit sie wissen, wie man es erklären könnte. Natürlich macht es auch Sinn, wenn man die Sachen, die wir da zeigen,
wirklich auch dann durchführt, also beim Kreis zum Beispiel die Dosen zu messen. Aber manch einer hat gar keine Idee, wie man das einem schwachen Kind anders oder nochmal erklären könnte. Dann haben wir diese Art von Filmen, wo wir halt Konstruktionen haben. Und da gibt es jetzt das Beispiel mit den Signalwörtern. Ein Kind, das den Text nicht versteht, muss wissen, rechteckig und Zaun, da brauche ich diese Umfangformel. Und zweifach gespannt, ich habe einige Menschen aus anderen Ländern, die bei mir arbeiten, 2 oder 3. Und die sagen zum Beispiel zu mir, ich weiß nicht, was zweifach gespannt ist. Und sind aber schon sehr gut in ihrer deutschen Kompetenz. Und dann weiß ich auch, da muss ich halt eine Zeichnung machen, wo man sieht, dass dieser Draht halt zweifach gespannt ist. Auch die Farben immer durchgängig, das ist jetzt A und dann ist es auch hier grün gezeichnet. Und dann natürlich auch auf weitere Sachen. Dann haben wir bei den Übungen, habe ich sehr viele H5P-Übungen. Das heißt, es gibt den Film und gleichzeitig wird der Film immer wieder unterbrochen und Sie müssen Ihr Wissen zeigen, damit die Filme aktiv angeschaut werden und nicht einfach nur sich berieseln lassen, sondern dass Sie wirklich nur weiterkommen, wenn Sie die Fragen beantworten. Da seht ihr oder sehen Sie die Fortschritte. Also bei diesen Übungen, das sind, gibt 6 Übungen dazu und 2 davon habe ich schon gemacht. Ich kann dann als Schüler auch direkt auf dieses blaue Ding klicken, springe sofort zur Übung rüber. Dann der Abschlusstest. Da gibt es dann immer 2, das lassen wir weg. Da gibt es dann immer 2 oder 3 Tests. Und die, dafür kriegt man dann, wenn man das gemacht hat, kriegt man zuerst den ganzen Teppich. Und am Ende, wenn man alle diese Einzelteile hat, kriegt man dann auch ein Badge. Und dann haben wir sehr viel mit GeoGebra. Da zeige ich nur ganz kleines, kurzes Beispiel mit den Gleichungen, damit Sie sich vorstellen können, wie es ausschaut. Zuerst muss man eine Aufgabe auswählen. Und jetzt kann ich sagen, okay, da muss ich sogar gleich mal die Seiten tauschen. Jetzt kann ich sagen, auf der Seite muss ich 2 blaue wegnehmen, 2x. Wir führen das natürlich immer mit der Gleichungswaage ein, minus 2x, weiter. Dann ist das auf jeden da. Da muss ich nichts weiter, keins wegschieben und ich muss auch geteilt durch 1, habe ganz einfach erwischt. Und jetzt gebe ich da ein, ich gebe jetzt was, 2, 4, 6, 8, 9. Ich gebe da 9 ein und spannend ist aber auch, auch wenn es richtig ist, kann ich mir den rechten Weg anzeigen lassen und dann sehe ich genau minus 2x und da würde dann auch stehen plus 9, falls sie das gemacht hätte und dann kann ich wieder die nächste Aufgabe nehmen. Genauso wie vorher, ich war gerade auch dabei bei Indorat, alle Aufgaben sind Minimum 5-fach besetzt bis zu 60-fach. Also da sind jetzt einfach 20 Übungen und da gibt es aber insgesamt 80, im Hintergrund 80 Fragen, weil ich genau das vermeiden möchte. Das sehe ich ja bei den Schülern, die haben eine App, tippen alles ein, tippen alles falsch ein, schreiben die richtigen Ergebnisse auf, tragen die beim zweiten Mal die richtigen Ergebnisse ein und sagen dann, ich habe 100%. Und das geht dann nicht, weil sie eben dann keine Chance haben, das noch einmal zu lösen. Und sie haben natürlich auch die Möglichkeit, da bin ich noch, das ist das Lexikon. Bei jedem Film gibt es so eine Art der Lexikon, das werden wir dann sicher auch zum Download zur Verfügung stellen. Das ist so wie der Merkstoff. Also es gibt dann immer dieses Lexikon bei jedem Film, wo die wichtigsten Sachen aufgeschrieben werden. Dieser Julian schreibt sich immer das auf in sein Buch und damit hat man dann gleich eine Art der Formelhilfe. Wir haben neben H5P und Moodle-Tests ein paar Learning-Apps, aber nicht so viele, weil da können die Kinder theoretisch ja so lange probieren, bis alles richtig ist. Das ist für die Übung und für das Vorwissen okay, aber dann für die Tests nicht. Und wir haben auch diese iSpring-Quizzes. Das ist ein relativ teures Programm, aber sehr praktisch, weil es einfach verschiedene Arten gibt. Da kann man zum Beispiel einfach was schätzen und das eingeben, einreichen und gibt aber auch immer die richtigen Antworten drauf in der Übungsphase. Oder zum Beispiel, dass man die Sachen zusammenschieben kann, was zusammengehört. Das sind dann natürlich auch immer
die passenden Sachen. Oder natürlich normale Multiple Choice, das war das zum Schätzen, da habe ich vorher falsch gesprochen. Dann kann ich auch wahr, falsch, richtig und auch auswählen natürlich ist möglich, eingeben natürlich auch mehrere Möglichkeiten, da kann man zwei Möglichkeiten eingeben und dann sortiere vom größten zum kleinsten. Ich kann jetzt aber das auch mal falsch machen. Dann sieht man, welche falsch waren. Auch solche Sachen hat immer vier Seiten. Immer zwei sind parallel und gleich lang. Die Fläche berechnet man so. Ich mache jetzt aber eins falsch, damit man auch sieht, einreichen, weil die will immer noch was Zusätzliches haben, damit sie bis zum Ende überlegen müssen. Das wäre jetzt so diese Icebreaker-Quizzes, die wir auch sehr viel eingebaut haben. Wechsle ich wieder auf die PowerPoint und zeige auch genau dasselbe, wie vorher der Ingo Rath gezeigt hat. Es wird jede Aufgabe durchgerechnet. Also genau diese Zahlen, die dabei stehen, die aber natürlich wechseln. Wenn ich die Aufgabe nochmal aufrufe, habe ich zwar dasselbe Bild, aber dann sind es halt 21 Dezimeter. Bei uns sind aber auch alle Aufgaben händisch hinterlegt, weil es ja weil ich zum Beispiel auch bei den Brücken brauche ich immer sinnvolle Zahlen, die sich auch kürzen lassen. Wir haben dann schlussendlich Excel-Listen, wo wir alles ausprobieren und brauchbare Beispiele finden und die nachher übertragen und über Zufallszahlen holen können. Auffallend merken wir sehr vom Arbeitsaufwand. Die Frage selber ist nicht schwierig, aber das braucht eine Zeit lang, dass das wirklich, auch wenn er das errechnet, das von Hand aus. Wir haben natürlich auch über GeoGebra so schrittweises Rechnen dabei, aber wenn er das auf einen Zettel ausrechnet, kann er das nachher direkt vergleichen. Da sieht man jetzt, ich habe dann einfach auch gemerkt, ursprünglich war es nur für die Schüler gedacht, dass die Schüler sich einfach anmelden können auf der Plattform und das nutzen. Habe dann aber einige Anfragen von Lehrpersonen gehabt, die gesagt haben, sie möchten das auch gerne nutzen. Jetzt gibt es einen Button für Lehrer, die dann drunter diesen Überblick über die Teilnehmerinnen haben. Und dann kriegen sie einen Überblick, was von ihren Schülern gemacht wurde, auch mit den genauen Logdaten dazu. Und das muss aber dann, das muss ich extra machen und dafür brauche ich dann auch, weil ich das momentan auch noch für händisch mache, dass ich die ganzen Schüler hochlade und da brauche ich dann auch Lizenz, ein bisschen Lizenzgebühren, nicht viel, 30 Euro. Pro Semester und damit ich das einfach auch noch machen kann, bis das nachher wirklich drin ist, bis die Liste ordentlich ist. Meistens habe ich dann noch 5Ü drin, wo ich nochmal nachfragen muss. Man kann dann diese Liste schicken, das ist eine Excel-Liste, die kann man sich dann runterladen, die füllen, sagt dann an Klassennamen, an Gruppennamen, idealerweise in dieser Form, MS unterstrich und dann wenn das Doren wäre oder Bregenz, wäre das halt Bre und dann 20c wäre dann halt die dritte Klasse, weil die sind, das ist die zweite Klasse, weil die sind 2020 eingestiegen. Sonst sind dann die Viertklässler irgendwann die 1c und das wäre nicht sinnvoll, aber die können wissen, dass sie so eingestiegen sind. Und über, auf dieser Webseite, ich gebe euch nachher den, ich kann euch das PDF mit einen Link dazu geben. Wenn Sie das gleich runternehmen oder ihr schaut über Bildung für alle, das ist so der Überbegriff über meine Sachen, die ich habe, könnt ihr das gerne dann herunterladen und verwenden. Und dann kann man die ganze Gruppe anmelden und die Schüler haben dann diesen, kriegen einmalig diesen Zugang. Die Lehrperson sagt dann, ich melde jetzt die ganze Gruppe an für egal Rechteck und dann wird ihnen das Rechteck freigeschaltet. Die auf der Plattform, es gibt jeden, ich habe jeden Monat Webinare, wo ich diese ganzen Sachen, die ich jetzt Schnelldurchgang zeige, dann in 2 Stunden zeige und wo man dann wirklich auch noch einmal einen Überblick hat, was alles gemacht wird oder Fragen zu dieser Gruppenhochladung und da kann man das direkt über die Webseite. Probieren kann man es auch, weil auf der Startseite
Auf der Startseite gibt es 20 Accounts, 25 Test-Accounts. Also mit diesen 25 Test-Accounts kann man einmal rein zum Schauen, dass man das hat. Und da finden Sie dann auch immer diese aktuellen Termine. Ich zeige noch ganz kurz, weil wir haben jetzt ungefähr die Hälfte, ist ganz fertig. Und damit aber die Leute, die dann wirklich auch jetzt reingehen, die haben jetzt, jetzt gibt es auch die Möglichkeit, wenn man da reinschaut, die farbigen Symbole sind fertig und die grauen, die sind, da gibt es nur Aufgabensammlung. Jetzt bin ich natürlich als Admin drin. Der Schüler sieht dann nur dieses Teil und der Schüler hat dann nur die Aufgabensammlung und hat dann nur zum Beispiel diese drei Übungen drin, die halt schon fertig sind. Aber dass man zu jedem, manchmal gibt es auch Filme dazu, also im Prinzip haben wir bis auf Daten vergleichen, da sind wir noch ein bisschen schwach, da sind wir noch gar nicht dran gegangen, haben wir eigentlich schon zu allen Sachen Übungen, die man verwenden kann. Auf jeden Fall könnt ihr oder können Sie die Seiten an die Schüler weitergeben oder an Eltern, wo sie sagen können, bitte übt es doch damit und schaut euch das damit an. Und damit würde ich stoppen und stehe noch für Fragen zur Verfügung. Herzlichen Dank. Das war super interessant. Gibt es Fragen? Ich habe eine Frage. Also hallo Marlies, danke mal fürs Vorstellen. Ich habe sie schon mal so gesehen, aber es ist immer wieder wertvoll, das auch mal ganz zu sehen und nicht nur im 10-Minuten-Durchlauf. Was mich jetzt interessieren würde, du hast vorher auch was von sprachsensibel gesagt. Würde das, glaubst du, ausreichen, dass man das jetzt auch schon mit Schülerinnen und Schülern aus der Ukraine verwenden kann? Hast du dir da schon was überlegt? Also da habe ich noch was Besseres, was ich euch gleich in den Chat reinschreibe. Auf www.deutsch-für-alle gibt es den Volksschulstoff. Da gibt es den Volksschulstoff in wirklich einfacher Form, gratis zum Runterladen. Das wäre ein Vorläufer dazu. Da haben wir mal mit Afghanen, damals 2015, mit ein paar Deutschbrocken haben wir da schon versucht, die einfachsten Sachen zu erklären. Da wird das zuerst geeignet. Aber natürlich kannst du probieren, bevor sie nur rumsitzen, macht es natürlich auch Sinn, wenn sie die Filme sehen, auch wenn sie dann nichts verstehen, weil man einfach sieht, was man macht. Oder bei den Übungen auch, dass sie einfach Sachen probieren können. Wenn ihr da aber Interesse habt auf Bildung für alle, ich gebe auch so diese Deutsch- als Zweitsprachekurse, sprachsensible, und da habe ich die nächsten 3 Wochen 3 Webinare. Also 2 Webinare, wo man ein ganzes Paket für Alphabetisierung, Wortschatz und Grammatik gratis dazu kriegt, weil ich das jetzt halt wieder unterstützen möchte. Da kann man sich auch direkt anmelden, beziehungsweise könnt ihr euch auch reinschreiben. Also 25.03. ist der erste Termin. Schreibt es mir einfach an, weil die Zeit wird wahrscheinlich dann nicht schwierig sein. Mich findet man überall auf diese Bildung für alle, Deutsch für alle, Mathe für alle. Und ich habe wirklich 3 Webinare. Ich behaupte, mit diesem Webinar kann jeder, der so ein Kind kriegt, damit arbeiten, kriegt genug Material, dass man damit arbeiten kann und vor allem bei den Kindern von Schaden anrichtet. Das ist mir ganz wichtig. Herzlichen Dank. Das war total interessant und auch jetzt nur der Hinweis auf das Deutsch für alle. Danke. Ich glaube, mit dem Kindern viel was anfangen. Super. Sonst noch irgendwelche Fragen? Und sonst einfach entweder zu den Webinaren kommen oder mich direkt anschreiben. Ich bin froh um alle, die bei mir nachfragen und sich dafür interessieren. Und würde es auch gerne weiter verbreiten. Komm überall hin, um es vorzustellen. Also gar kein Thema. Super, danke. Okay, dann ja, würde ich sagen, beschließen wir den 2. Vortrag jetzt im virtuellen Raum 4 und wir sehen uns in 5 Minuten wieder. Danke, Sonja, fürs Herzchen. Schönen Nachmittag dabei. Ciao.